viele werden das sicherlich kennen, so eine Internetseite und wie man die relativ sicher betreibt, beziehungsweise sicher betreibt nach aktuellem Stand der Technik, das will ich heute mal ein bisschen was erzählen. Ich fange da ein bisschen ganz unten an, also sprich mit DNS, wie kriegt man sicher, dass der Server gefunden wird? Zweitens dann, wie die Verbindung zum Server sicher gemacht wird und drittens, dass dann die Webanwendung nicht mehr darf, als sie zwingen können muss und dass dann auch die Webanwendung halt an sich sicher auf dem Server betrieben wird, was man da alles tun kann. Fangen wir mit an. Das DNS, kennen sicherlich viele, ist das Telefonbuch im Internet. Und das bietet die Möglichkeit, halt, dass man die langen Maschinenadressen 127.0.0.1 sich nicht merken muss, sondern dass man entsprechende Namen für die Webseiten verwenden kann. Und die entsprechende Mapping wird von den DNS-Servern bereitgestellt. Die Verbindung zu den DNS-Servern erfolgt standardmäßig unverschlüsselt und auch ohne Authentifizierung. Und auch ohne Integritätssicherung, sprich jeder, der irgendwo auf der Verbindung zu den DNS-Servern mitlesen kann, weiß erstens, wohin ich surfe und zweitens entsprechend kann er mir andere Antworten unterjubeln und entsprechend den Webserver von mir einfach eine falsche Adresse ausliefern und damit seinen eigenen Webserver angeben. Und alle Informationen, die jetzt im DNS abgelegt sind, sind per se erstmal eigentlich öffentlich. Wenn man jetzt sicher gehen will, dass der Angreifer nicht einfach die Adresse austauscht, unter der ein Webserver zu finden ist, dann kann man dort eine Sicherungstechnik, die relativ alt ist, einsetzen, das ist DNSSEC. Dabei wird in der DNS-Antwort eine kryptografisch gesicherte Signatur mit eingefügt, die sicherstellt, dass ich erstens die Daten von dem DNS-Server vollständig gekriegt habe und zweitens die Daten unverändert übertragen werden. Einen kleinen Nachteil hat das Ganze. Erstens, die Antworten werden etwas größer, weil ich muss ja kryptografische Signaturen mit ausliefern. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt Antworten habe für diese Domain existiert nicht, dann wird das Ganze dadurch realisiert, dass der Server mir beweist, dass es in dem Bereich zwischen A. meine Domain und B. meine Domain keinen weiteren Namen alphabetisch sortiert gibt. Und damit habe ich natürlich immer ein gewisses Informationsleak, welche Subdomains für meine Domain existieren. In der Praxis ist das dort eigentlich nur dann relevant, wenn man genau diesen Hinweis, den ich gerade gegeben habe, dass die Informationen im DNS halt öffentlich sind, so ein klein wenig missachtet. Wenn man sowieso davon ausgeht, dass jeder Hostname, den man irgendwo auflösen könnte, dort öffentlich bekannt ist, also keinen Security by Obscurity betreibt, dann ist auch DNSSEC an der Stelle mit diesem Informationsleak kein Problem, sondern stellt entsprechend einen Sicherheitsgewinn da, weil die Informationen, die ein Client bekommt, zu meiner Domain auf jeden Fall sicher sind. In Band 9 ist das Ganze auch sehr einfach konfigurierbar. Habe ich dann ganz am Ende mal noch auch ein Konfigurationsbeispiel, was man da eigentlich nur setzen muss. Und auch viele andere DNS-Server machen das von Haus aus. Damit DNSSEC an sich funktioniert, muss ich allerdings einmal mit meinem Registrar reden, weil ich muss in der DE-Zone zum Beispiel, wenn ich jetzt eine DE-Domain habe, auch hinterlegen, dass meine Zone mit einem gewissen Schlüssel signiert ist. Weil ansonsten kann jemand, der diese Information abrufen will, keine vollständige Kette mit Informationen aufbauen, mit denen er die Antworten für meine Domain wieder überprüfen könnte. Das macht man aber im Prinzip einmal, wenn man den Schlüssel tauscht, dass man dann der Registry Bescheid sagt, hier, das ist mein Schlüssel und dann hinterlegt die im DNS mit. Wo wir bei Schlüsseln sind, man möchte auf seinen Server auch zugreifen, meistens per SSH, dort um Daten aufzuspielen, Konfigurationen zu ändern. Und da ist es eigentlich ganz schön, wenn man jetzt nicht jedes Mal bestätigen muss, ist das jetzt wirklich der Fingerprint von diesem SSH-Server oder hat den jetzt gerade jemand ausgetauscht?
Und dafür kann man SSH-FP-Datensätze mit verwenden. Die werden bei vielen Hostern mit, also die DNS anbieten, mit unterstützt. Wenn man sich nicht sicher ist, hostet man DNS dort selber und dann bald kann das seit Ewigkeiten. Die enthalten dort zum einen, was für einen Schlüsseltyp ich habe, weil SSH bietet dort meistens 3 beziehungsweise in aktuellen Versionen sogar 4 verschiedene Schlüssel an. Und zum anderen halt, über welche Sache dort der Fingerprint geprüft werden kann. Also sprich, ob jetzt ein SHA-1 oder ein SHA-2 Fingerprint in diesem Datensatz verwendet wird. Wenn SSH entsprechend so einen Datensatz findet, dann wird auch nicht weiter nicht groß nachgefragt, ob das jetzt der richtige ist, sondern wird der Schlüssel gleich mit akzeptiert. Und hier ist dann halt auch wieder schön, wenn DNSSEC gleich zusätzlich noch mit vorhanden ist, was nicht zwingend ist bei SSHFP, dann kann das Ganze auch automatisch geprüft werden, weil ansonsten kann immer noch dieser Datensatz halt manipuliert werden, wenn er nicht gesichert ist. Das Gleiche gibt es natürlich auch für Webserver bzw. Mailserver, weil ein aktueller Mail-Server muss sich ja gegenüber einem anderen Server auch authentifizieren. Und man will dort ja auch eine verschlüsselte Übertragung. Und da ist bei Mail-Servern die Kommunikation mit, ist das jetzt der richtige Schlüssel, nicht vorhanden ist, möchte man diese Informationen automatisierbar dort abrufbar haben. Und das bietet einem halt Dane. DNS-Based Authentication of Named Entities, also die Bezeichnung für, ja, das ist ein Hostname zum Beispiel. Und dort werden auch genauso wie jetzt bei SSHFP im Wesentlichen der Fingerprint hinterlegt, entweder zum Zertifikat oder zum verwendeten Schlüssel und auch wieder hier der Abgleich mit entsprechend SHA-256 oder SHA-512. Oder halt, wenn man ganz paranoid ist, kann man auch das Gesamtzertifikat mit als 1:1 Vergleich zum Beispiel im DNS hinterlegen. Ist aber relativ groß und in der Regel reicht aus, einen von den beiden Hash-Algorithmen zu verwenden. Und wenn man jetzt Zertifikate sieht, gibt es einen relativ neuen Standard, der sicherstellt, dass die Zertifizierungsstellen, wo wir jetzt auch gleich nochmal drauf kommen, bei TLS, das machen, was sie sollen, wo ich sagen kann, ich vertraue jetzt Komodo nicht, aber ich vertraue halt GlobalSign, dass sie wissen, was sie tun. Und dann kann ich sagen, dass GlobalSign jetzt für meine Webseite halt Zertifikate ausstellen darf und keine andere Webseite. Das klärt CAA, was auch so ein DNS-Datensatz halt mit ist. Und der bietet 3 Informationen, die ich hinterlegen kann. Einmal die Informationen für normale Zertifikate, wenn ich also einen expliziten Hostnamen habe, für Wildcard und entsprechend, wenn irgendwas fehlgeschlagen ist. Also sprich, Komodo irgendeinen Auftrag kriegt, die sollen für meine Webseite ein Zertifikat ausstellen, die sehen aber, nee, sie dürfen nicht, weil nur global sein soll, dann kann ich auch eine E-Mail-Adresse oder eine HTTP-Endpunkt hinterlegen, wo Komodo mir dann eine Benachrichtigung schickt, hier hat gerade jemand versucht, ein Zertifikat für deine Domain auszustellen, was wir nicht tun dürfen, laut deiner Konfiguration. Und diese Prüfung, dass die CAs halt nicht für jeden ausstellen dürfen, der diesen Datensatz registriert hat, das ist jetzt im Juli verabschiedet worden, im CA- und Browserforum. Und wie man hier sieht, seit dem 8. September sogar verpflichtend, dass die CAs das prüfen müssen. Wenn sie es nicht tun, verstoßen sie halt gegen die selbst auferlegten Regeln, die alle Browser und CAs dort sich drauf geeinigt haben. Gut, was ist dieses TLS, was jetzt schon mal mehrfach gefallen ist?
Transport Layer Security ist der Nachfolger von SSL, Secure Socket Layer, und bietet im Prinzip auf einer Datenverbindung, die meist TCP, dort Vertraulichkeit, Integrität und die Sicherstellung der Identität der Kommunikationspartner. Und mit diesen Eigenschaften kann ich sicher gehen, dass meine kleine Webseite, auf der jetzt ich irgendwelche Kochrezepte veröffentliche, korrekt beim Gegenüber ankommen und niemand als Man in the Middle weder mitlesen kann, erstens, welches Kochrezept gerade abgerufen wurde, noch entsprechend, dass jemand in diesem Kochrezept die Menge an Mehl aus Versehen um 10 Potenzen erhöhen könnte. Und damit ist im Prinzip relativ gut sichergestellt, dass die Nutzer meiner Webseite halt anonym im Sinne von nur der Webserver und der Nutzer wissen halt, was genau die Inhalte von diesem Besuch waren, dort besuchen können. Bei der Konfiguration gibt es jetzt natürlich von TLS mehrere Versionen, weil in den ersten Versionen wurden halt Fehler gemacht, die nach und nach korrigiert wurden. Und somit ist es wichtig, mindestens TLS 1.2 inzwischen zu verwenden, weil in Vorgängerversionen teils kritische Lücken mit drin waren, die den Angriff der Verschlüsselung und der Integrität erlaubt haben. Es gibt inzwischen TLS 1.3 und wann immer dort die Konfiguration und die entsprechenden Clients das zulassen, sollte man das auch entsprechend einsetzen. Aktuell gibt es mit den Browsern noch ein bisschen Kompatibilitätsprobleme, weil Firefox dort eine leicht andere Subversion von TLS 1.3 spricht, als das Chromium zum Beispiel macht. Wenn man aber relativ genau sicherstellen kann, dass man zwei Clients oder nur mit Clients redet, die die gleiche Subversion sprechen von TLS 1.3, dann sollte man das bevorzugen. TLS 1.3 bietet dann zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich direkt im ersten Paket, im Handshake schon meinen Request zum Beispiel mitsenden kann, was natürlich die Response-Zeiten bei IoT-Devices zum Beispiel stark reduzieren kann. Wenn ich also nicht erst komplett einen Handshake machen muss, bevor ich zum Beispiel irgendeinen Messwert an einen Server übertragen kann. Wichtig ist auch, die Kompression bei TLS 1.2 abzuschalten, weil die entsprechend prinzipbedingt dazu genutzt werden kann, aus Cookies zum Beispiel Daten zu extrahieren. Sogenannte Crime-Angriffe war das früher. Und entsprechend sicherstellen, dass man sogenannte PFS-Ciphers, also Perfect Forward Secrecy, verwendet, die einfach dafür sorgt, dass nicht der langlebige Serverschlüssel, mit dem sich der Server authentifiziert, halt für die Ableitung des Sitzungsschlüssels verwendet wird, sondern zwei für jede Verbindung dort identische, also unterschiedliche Zufallszahlen, sodass halt im Nachhinein die Verbindung nicht aufgebrochen werden kann anhand mit der Informationen, die über die Leitung übertragen wurden. So, irgendwo muss ich jetzt bei TLS ja der Server authentifizieren und dafür gibt es sogenannte Zertifikate, was nichts anderes ist als ein Schlüssel, den der Server verwendet, zusammen mit Informationen, wer der Server ist. Früher hat man für diese Identifikation den Common Name im Zertifikat verwendet, was aber seit Ewigkeiten, teilweise schon über 10 Jahre, eigentlich nicht mehr dort aktuell ist, sondern stattdessen soll der Subject Alternative Name verwendet werden. Das ist eine Erweiterung in der Zertifikatsstruktur, wo ich nicht nur einen Namen hinterlegen kann, also meine Website.tld, sondern halt 5 oder 10 oder wie viele Subdomains und mögliche Namen ich halt für diese Domain brauche. Und das Zertifikat selber, diese
Sicherstellung, dass Schlüssel und Identifikationsmerkmale zusammenpassen, die sollte mit einem ausreichend starken Hash von der Zertifizierungsstelle durchgeführt werden. Standard ist mindestens SHA-256, wenn verfügbar, würde ich aber eher zu SHA-384 dort raten, weil die Resistenz gegen Kollisionsangriffe dort nochmal etwas besser ist. Wer das Ganze unterschreibt, ist meistens Geschmackssache. Es gibt nicht nur die 4, 5 großen Player dort an Zertifizierungsstellen, sondern wenn ihr mal durch den Browser scrollt, gibt es 20, 30 große CAs und dann noch viele kleine CAs. Dort einfach anschauen, was die CAs entsprechend prüfen, wie sie prüfen und dann die CA nehmen, bei der ihr das geringste Misstrauen danach habt. Jetzt kann es natürlich passieren, dass ein Zertifikat ungültig wird und dafür gibt es mit OCSP ein entsprechendes Protokoll, um den Status abzufragen, Online Certificate Status Protokoll. Und dieses Protokoll kann halt der Client bei der CA abfragen, basierend auf den Angaben, die die CA im Zertifikat hinterlegt hat, ob das entsprechend noch gültig ist oder ob der Inhaber des Zertifikats gesagt hat, ich habe den Private Key verloren, mach das mal bitte ungültig. Und das Problem daran ist natürlich, wenn jetzt ein Client nachfragt für meine Website.tld, dann verrät er der CA natürlich, dass er gerade meine Website.tld besucht hat. Und außerdem ist es meist oder häufig genug noch so, dass die Zertifizierungsstellen arge Probleme haben, ihre OCSP-Infrastruktur sauber zu betreiben, sodass häufig genug Anfragen zum Zertifikatstatus dort ins Leere laufen. Und um das erstens etwas abzufiltern und zweitens dieses Privacy-Problem zu heben, gibt es die Möglichkeit, dass der Webserver statt dem Client einfach diesen Status abfragt und im Handshake dem Client einfach mitsendet, weil diese Statusantwort, die er von der CA kriegt, signiert ist, sodass der Webserver die halt nicht manipulieren kann und der Client trotzdem sieht, okay, die Antwort, dass das Zertifikat noch gültig ist, ist halt aktuell und von der Zertifizierungsstelle ungültig. Ein anderes Problem, was wir in den vergangenen Jahren hatten, war, dass Zertifizierungsstellen öfters mal dort Zertifikate ausgestellt haben für Webseiten, die denen nicht gehörten. Allen voran Symantec, die das irgendwie perfektioniert hatten. Und zum anderen halt Komodo, DigiNotar und viele andere Namen. Und da gibt es von Google eine Initiative, die nennt sich Certificate Transparency, die einfach sagt, okay, wir verpflichten alle Zertifizierungsstellen, dass wenn sie ein Zertifikat ausstellen, dieses Zertifikat öffentlich protokolliert wird, sodass jeder nachschauen kann, dass für eine Webseite ein Zertifikat ausgestellt wurde. Und damit kann sich dann auch keine CA mehr rausreden, nee, also das Zertifikat habe ich gar nicht ausgestellt. So, und das besteht im Wesentlichen aus 3 Komponenten. Einmal in einem Log-Server, wo die ganzen Zertifikate halt einfach mitprotokolliert werden und wo der Server jemanden einfach einen Schnipsel gibt, ja, dieses Zertifikat habe ich gesehen und werde das auf jeden Fall in dem Log mit aufnehmen. Einem Monitor oder mehreren Monitoren, die einfach nur diese Log-Server regelmäßig abfragen und schauen, welche Zertifikate sind drin. Und entsprechenden Auditoren, die überprüfen, dass in den Log-Servern nur Zertifikate auftauchen, die auch entsprechend beauftragt wurden. Also wo ich zum Beispiel für meine Domain hergehen kann und sagen kann, informiere mich mal bitte, wenn für meine Domain ein Zertifikat ausgestellt wurde, was nicht von dieser CA stammt, so dass ich dann entsprechend zeitnah reagieren kann darauf. Jetzt ist natürlich für Certificate Transparency das gleiche Problem wie bei OCSP. Die Browser müssen für einige Entscheidungen halt wissen, wurde das Zertifikat entsprechend protokolliert.
Und um dieses Privacy-Problem, jetzt welches Zertifikat gerade benötigt wird, halt abzufangen und auch die Anzahl der Verbindungen, die der Browser für den Verbindungsaufbau erzeugen muss, gering zu halten, kann man die Informationen, dass das Zertifikat öffentlich protokolliert wurde, entweder in dem Zertifikat selber integrieren oder aber im Handshake mitsenden. Und der Browser braucht dann nur prüfen, dass er ausreichend viele Nachweise dort von Log-Servern findet, denen er vertraut, dass sie ihre Arbeit korrekt tun. Und wenn man jetzt auf eine Bankenwebseite geht oder irgendeine andere Webseite, die so ein schönes grünes Schloss mit Extended Validation hat, dann fordern einige Browser, zum Beispiel Chrome und Firefox sogar, dass eine gewisse Anzahl dieser Nachweise vorhanden ist. Und wenn halt Log-Server dort rausfallen, die im Zertifikat hinterlegt sind, weil irgendein Log-Server mal einen Ausfall hatte, der zu lange gedauert hat, dann kann man halt solche Nachweise auch zu einem Zertifikat noch mit zusätzlich liefern. Also auch wieder im Handshake, dass ich dann sowohl im Zertifikat Nachweise habe, dass es öffentlich protokolliert, als auch zusätzlich Nachweise, die im Verbindungsaufbau kommen. Jetzt bringt natürlich TLS nichts, wenn ich einfach nur auf HTTP wechseln kann oder irgendein Angreifer meine Webseite umschreibt und aus HTTPS-Links dort HTTP-Links macht. Und dafür gibt es einen HTTP-Header, der dann definiert wurde. Der greift, sobald ich einmal eine TLS-Verbindung habe mit der Webseite, und der sagt, wann immer du diese Webseite oder diese Domain besuchst, verwende generell TLS und kein HTTP. Und selbst wenn ich im Browser dann eingebe http.meine-domain, dann wechselt der Browser sofort auf eine TLS-verschlüsselte Verbindung. Solange wie dieser Header entsprechend noch als gültig markiert ist. Das dürfte 2 Monate, glaube ich, sein. Man kann dann auch sagen, dass es automatisch für Subdomains mitgilt, was hier in diesem Beispiel-Header zum Beispiel gemacht ist. Das Problem ist natürlich, wenn der Browser noch nicht weiß, dass er auf TLS wechseln soll, dann kann ein Angreifer das immer noch entsprechend manipulieren. Also kann man auch hergehen, wenn man denkt, dass seine Webseite wichtig genug ist, und direkt im Browser mit einkompilen lassen, dass diese Webseite bitte TLS verwenden soll. Das ist das sogenannte Preloading. Ein anderer Ansatz, um seine Webseite gegen Man in the Middle oder halt kaputte CAs abzusichern, ist, ich weiß, welchen Schlüssel ich serverseitig verwende, beziehungsweise bei welcher CA ich Zertifikate ausstellen lasse. Also kann ich auch dem Browser einfach sagen, wann immer du eine Verbindung mit diesem Server aufbaust, wirst du folgenden Public Key dort sehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann tue die Verbindung sofort abbrechen und dem Nutzer entsprechend auch melden, dass hier gerade irgendwas fishy ist. Und das Format funktioniert relativ ähnlich wie bei STS. Ich habe entsprechend ein Max-Age und sage aber für jedes Zertifikat einfach, oder beziehungsweise für jeden Public Key, der in diesem Zertifikat auftaucht, wie der SHA-256-Hash ist. Und sobald mindestens einer von diesen Hashes dort verwendet wurde für eine Verbindung, wird vom Browser jedes weitere Zertifikat, was dort auch auftaucht, zusätzlich akzeptiert. Es gibt ein paar Risiken, die bei Public Key Pinning durchaus zu beachten sind. Unter anderem kann bei der relativ geringen Aktivierungsschwelle natürlich auch jemand Bösartiges, der meinen Webserver übernommen hat, diesen Header senden, dort mit einem eigenen Zertifikat. Und irgendwann, wenn es genug Browser haben, kann er das Zertifikat wechseln und mir eine Nachricht hinterlassen, ja, wenn du, schöne Domain, die du hast, aber wenn du die wieder haben willst mit deinen ganzen Benutzern, dann überweis mir mal so und so viel.
Da sind aktuell einige Lösungsvarianten in der Diskussion, unter anderem das Koppeln der Lebenszeiten dieser Pins an die Zertifikatslaufzeit, aber das wird dann demnächst noch entschieden, was die Browser wirklich dann umsetzen als entsprechende Schutzmaßnahme gegen diese bösartigen Übernahmen, die mit Public Key Pinning halt möglich werden. Gut, jetzt haben wir die sichere Verbindung aufgebaut, wissen, dass wir auf jeden Fall mit dem richtigen Server reden und jetzt sind wir auf der HTTP-Ebene angekommen, sprich die Seite, also die Ebene, wo übertragen wird, was die Web-Anwendung für den Nutzer darstellen soll oder meine Webseite. Und auf der Ebene gibt es jetzt eine ganze Reihe von Sachen, wo ich dem Browser noch mitgeben kann, erstens, wie er sich verhalten soll, beziehungsweise wo unterschiedliches Browserverhalten dort korrigiert werden kann, dass das halt halbwegs einheitlich sich verhält. Und zum anderen, dass ich sagen kann, von wo der Browser überhaupt Ressourcen nachladen darf. Die erste Option, die es dabei gibt, sind die Content Type Options, was eine Header ist, der Fehlverhalten von Microsoft-Browsern ausgleicht, die in sehr frühen Versionen bis teilweise hoch in die 8er, also vom Internet Explorer, dort, wenn der Browser keinen Content Type mit, also der Server keinen Content Type mitgesendet hat, oder der IE der Meinung war, nee, der Content Type stimmt nicht, einfach selber geraten hat, was da denn jetzt als Content Type kam. Und um das abzuschalten und den IE dazu zu zwingen, dass er wirklich dem Content Type vom Server glaubt, gibt's diesen Header. Ist meistens recht schmerzlos einzusetzen und wenn man dann irgendwo einen falschen Content-Typ mitsendet, dann sieht man das auch meistens recht schnell. Das andere ist viele Cross-Site-Scripting-Angriffe, wo Daten abgezogen werden von der Webseite, basieren immer noch darauf, dass ich die Webseite selber in irgendeinem iframe oder anderweitig in einem Frame-Kontext einbinden kann, von einer anderen Domain aus. Und das kann ich mit den X-Frame-Options relativ gut einschränken. Neben der Option Deny, die ich jetzt hier im Beispiel mit drin habe, gibt es auch noch ein Setting für Same Origin oder halt Erlaube von überall, was dann natürlich keine Einschränkung mit ist. Und Cross-Site-Scripting ist an sich als Begriff jetzt gerade ja schon gefallen. Ist halt, wenn aufgrund von Eingaben, die irgendwie der Benutzer gemacht hat oder die in der Datenquelle, die diese Webanwendung verarbeitet, die Ausgaben dort gemischt werden mit dem HTML-Kontext, weil ich die nicht sauber gefiltert habe. Da gibt es Schutzmechanismen in den Browsern, die dafür sorgen oder die versuchen zu erkennen, dass solch ein Cross-Site-Scripting-Angriff halt stattgefunden hat und die entsprechend dann die Ausführung von dem dadurch potenziell eingebundenen Quelltext halt unterbinden. Die Schutzmechanismen dabei sind so einmal, ja, diese Protection will man meist haben und um jetzt nicht das browserspezifische Verhalten plötzlich reinzubekommen, muss man dann zusätzlich noch sagen, nicht nur aktivier bitte diesen Schutz, sondern blocke auch komplett die Ausführung, weil das ist die einzige Option ist, wo man sich als Webentwickler drauf verlassen kann, dass dann mit der Webseite gar nichts weiter passiert. Also sprich, wo diese bösartige JavaScript-Ausführung halt einfach nur unterbunden wird, statt irgendwas, was der Browser dann glaubt, die richtige Ausgabe zu sein, halt ausführt. Ein wenig weiter geht dann, wenn man exakt weiß, von wo man seine Daten zieht, kann man auch dem Browser extra sagen, ja, standardmäßig möchte ich bitte nur, dass alle Daten von meiner eigenen Domain kommen, aber ich habe noch diesen einen Zählpixel, der kommt von Google und dann kann ich sagen, ja, okay, standardmäßig kommt der Content von Self, aber JavaScript-Content und
Cross-Site-Requests können halt zusätzlich auch von Self und Google stammen. Und damit kann man relativ viele Angriffe, die darauf basieren, dass ich von Werbebannern auf komplett fremde Domains umgeleitet werden, dort komplett unterbinden, weil Content, der auf der Webseite angezeigt wird, halt genau dieser Security Policy entsprechen muss. Gibt es inzwischen in drei Varianten, aber die Settings, die hier genannt sind, das sind die wesentlichsten, die in allen Versionen eigentlich auch gleich geblieben sind und die eigentlich auch die meisten Anwendungsfälle dort abdecken. Es gibt noch Sachen, dass man JavaScript-Ausführungen für dynamisch generiertes JavaScript dort mit automatisch erlauben kann. Da muss man allerdings den konkreten Anwendungsfall immer genau mit abschauen und im Zweifel halt in die Spezifikation für CSP einmal mit reinschauen. So, wenn man bis dahin jetzt das erstmal gemacht hat, dann sieht es so aus, wenn man das dann testet. Es gibt dann noch ein paar andere Sachen, die allerdings dann spezifisch für die jeweilige Webanwendung untersucht werden müssen. Was meine ich mit Webanwendung? Den zentralen Angriffspunkt auf eurem Webserver. Also sprich das, womit der Benutzer oder der Angreifer interagiert. Und diese sollte halt so wenig wie möglich Rechte haben und wenn möglich halt auch in einzelnen Teilanwendungen zerlegt werden. Also nicht auf einem Webspace gleichzeitig den Bugtracker, das Forum, die Datenbank-Admin-Schnittstelle und dann noch den TeamSpeak-Server-Client mit hosten, sondern wenn dort verfügbar, zum Beispiel mit LXC oder anderen Containerlösungen halt jede von diesen Anwendungen separieren, sodass sie sich gegenseitig nicht ins Gehege kommen können. Die Webanwendung selber sollte auch von der TLS-Verbindung gar nichts mehr mitkriegen müssen, sondern, wie ich das gleich dann zeige, hinter einem entsprechenden Webproxy hängen, der statt dieser Webanwendung dort sich auch um die TLS-Verbindung kümmert. Wenn man jetzt in der Webanwendung Ressourcen auch mit einbindet, kann man über sogenannte Subresource Integrity, was so eine zusätzliche Angabe im HTML-Attribut von Scripts und Stylesheet-Tags ist, sagen, wenn du dieses Skript jetzt downloadest, dann wird es folgende Prüfsumme haben. Und wenn du irgendeine andere Prüfsumme für dieses Skript siehst, dann ignorier das doch einfach. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn ich jetzt jQuery von zum Beispiel irgendeinem CDN-Anbieter wie Cloudflare lade, dann könnte Cloudflare ja dieses jQuery einfach austauschen gegen eine andere Version. Und mit Subresource Integrity kann ich einfach sicherstellen, dass wenn ich das JavaScript von Cloudflare lade, dann kriege ich exakt diese Version, die ich erwarte und keine andere. Wenn das natürlich jetzt eine andere Version mir ausgeliefert wird, dann wird es einfach ignoriert. Heißt also, ich muss im Zweifel einen leichten Fallback bauen, der damit klarkommt, dass halt jQuery von Cloudflare nicht verfügbar ist oder es zum Beispiel von meiner eigenen Seite noch nachlädt. So, Proxying und Caching sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist im Prinzip ein zentraler Punkt, der verwendet wird, um Anfragen zu bündeln und entsprechend zu verteilen. Ähnlich wie man das in der Firma oder halt anderweitig bei langsamen Verbindungen kennt, der zentrale Proxy, über den alle ins Internet gehen. Man kann es auch umgekehrt machen für die Webseite, dass alle Anfragen erstmal beim Proxy landen und der Proxy dann entsprechend über Filterregeln sagt, okay, diese Anfragen dürfen jetzt an das Forum gehen, die Anfragen gehen an die Datenbank-Administrationsschnittstelle und die dritten Anfragen landen halt für die normale Blog-Webseite. Das ermöglicht unter anderem auch eine Lastverteilung, weil ich kann hinter dem Proxy nicht nur einmal so eine Forum-Instanz setzen, sondern ich kann mehrere Server im Zweifel dorthin setzen, falls es nicht ausreicht, mit einem Server alle Anfragen abzufrühstücken. Der Cache sorgt dann zusätzlich zum Proxy mit dazu, dass einmal dort ausgelieferte Ressourcen, die sich nicht ändern, gerade Bilder, Stylesheets, JavaScripts, dort einfach ausgeliefert werden, ohne dass der
die Webanwendung davon groß noch Notiz nehmen muss. Und damit kann ich natürlich sehr optimiert einfach die Ressource an den Client senden, ohne dass die Webanwendung sich beschäftigen muss, was da jetzt gerade noch an Style-Informationen gesendet werden musste. So. Was auch wichtig ist, wenn man jetzt eine Webanwendung hat, hat man ja früher gerne so ein Apache mit einem Mod PHP oder ähnlichem gehabt. Sprich, die Skriptsprache, die die Webseite bearbeitet hat, lief direkt im Webserver mit. Das ist natürlich einerseits relativ einfach zu konfigurieren, weil ich weiß, mein Webspace muss einfach nur die Rechte vom Webserver haben, hat aber andererseits das Problem, dass alles, was der Webserver darf, darf natürlich auch die Skriptausführung. Und um das zu vermeiden und halt die Skriptausführung dort in Container einzusperren, gibt es sogenannte Web Application Server, die einfach die Anfragen dort vom Webserver entgegennehmen und entsprechend in einer abgesicherten, minimierten Umgebung dort ausführen. Das sind jetzt die relativ bekannten: PHP, Python, Perl, Java. Wobei bei Java halt zwei. Das eine ist das große bekannte Produkt von Oracle, das andere ist von der Eclipse Foundation, ein relativ kleiner Application Server. Gut. Viele Anwendungen haben jetzt das Problem, dass sie Passwörter speichern müssen. Wann immer man auf Passwörter stößt, man will sie eigentlich nicht speichern. Wenn man es doch muss, sollte man dafür sorgen, dass man das erstens mit einer geeigneten Hash-Funktion macht, die für Passwortspeicherung geeignet ist. Das heißt also weder MD5 noch SHA-1, weil das Problem ist, SHA-1 und MD5 sind einfach viel zu schnell und bieten kryptografisch bestimmte Eigenschaften nicht, die man für Passwortspeicherung haben will, nämlich sehr viele Kollisionen. Ferner sollte man darauf achten, dass man das Passwort und auch den Hash dieses Passwortes möglichst nicht im Klartext überträgt. Also sprich, immer eine verschlüsselte Verbindung hat, sowohl zwischen dem Client und dem Webserver, als auch zwischen Webserver und der Datenbank, in der man das dann ablegt. Aktuelle, dafür wirklich geeignete Verfahren sind hier aufgelistet. Argon 2, das ist von der Password Hashing Competition der Gewinner. Bcrypt, was eine optimierte Variante ist, die dafür ausgelegt ist, möglichst viel Ressourcen zu verbrauchen, so dass halt auch eine Optimierung für FPGAs, in denen man in Hardware sehr schnell bestimmte Operationen ausführen kann, halt nicht wirklich effizient mehr durchführbar sind. Und halt S-Crypt bzw. der Password Hashing Competition Teilnehmer YesCrypt, die neben dem benötigten Speicherverhalten auch entsprechendes Zeitverhalten mitbieten. Wenn man die drei ersteren nicht zur Verfügung hat, bieten viele Frameworks meistens die PBKDF2, das ist die sogenannte Password-Based Key Derivation Function Nummer 2. Die kann man mit geeigneten Parametern auch aktuell noch mit nutzen, sollte aber darauf achten, erstens, dass der zugrunde liegende Hash halt relativ groß ist und zum anderen man sehr viele Iterationen braucht, weil man einen relativ normalen Standard-Krypto-Hash verwendet, der natürlich schnell zu berechnen ist. Bei den anderen Hash-Funktionen, die hier genannt sind, sollte man wegrennen. Also wenn in der Datenbank irgendwo Klartext MD5 oder SHA-1 auftaucht, Finger weg und die Anwendung, wenn möglich, so ganz leicht wegschieben. Ja, und wenn ihr das konzipiert, dann auch darauf achten, dass die Hashes, wenn möglich, offline geupdatet werden können, ohne dass der Nutzer halt da sein muss, um sein altes Passwort einmal einzugeben. Weil dann kann ich so relativ zeitnah, falls das vorhandene Speicherverfahren unsicher wird, das durch ein neueres, aktuelleres austauschen. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, wie das möglich sein soll? Weil es ist ja eigentlich in einer Form abgelegt, wo ich nicht umwandeln kann, weil ich kenne es ja gar nicht. Was man da relativ einfach machen kann, ist,
Man geht her, tut das Passwort relativ weit stretchen, also sprich, man speichert, sagen wir mal, dort Argon 2 Hash ab. Und sei, wenn jetzt Argon 2 plötzlich unsicher wird, nimmt man diesen Argon 2 Hash und hängt dort das zweite Verfahren, was jetzt wieder sicher ist, einfach noch als zweiten Schritt hinten dran an diesen Prozess. Das ist der einfachste Fall, was man machen kann, weil dann kann zwar jemand theoretisch die Argon 2 Hashes versuchen zu reversen, muss aber, bevor er die angreifen kann, erstmal das nun sichere Verfahren machen. Ich als Serverbetreiber kenne aber diesen Ausgangswert in der Mitte für das Argon 2 und kann einfach das neue Verfahren einmal drauf noch mit anwenden. Was setzt du voraus, dass der Benutzer das Kennwort einmal wieder eingibt? Nee, gerade nicht. Okay. Ich kenne in einem. Also ich mache das Hashing dort nicht mehr in einem Schritt, dass ich das Benutzerpasswort direkt mit Argon 2 absichere, sondern ich tue das erst mit Argon 2 dort hashen und tue dann diesen Hash als Eingabe für einen zweiten Schritt nehmen, der das mit einer wiederum sicheren Hash-Funktion jetzt verhasht. So, und kann jetzt, wenn ich das upgraden muss, kann ich dieses Zwischenergebnis mit dem Argon 2 Hash, den ich in der Datenbank habe, einfach nehmen und brauche jetzt nicht Argon 2 und diesen zweiten Schritt machen, sondern brauche nur diesen zweiten Schritt. Ah, und ich mache später für die Prüfung, mache ich dann auch beide Verfahren nacheinander. Ja. Alles klar, verstanden. Als Kaskade halt. Ja. So, was dann sicherer ist noch als einfaches Passwort, ist Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und bei Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten. Was recht häufig sich eingebürgert hat, ist, dass man halt Benutzername, Passwort eingibt und dann entsprechend eine SMS bekommt oder halt einen entsprechenden OTP-Token hat. Oder aber, wie das jetzt hier ist, zum Beispiel einen Hardware-Token, der dynamisch einfach mit dem Browser aushandelt. Hier, das bin ich, und dann damit gegenüber der Webseite authentifiziert werden kann als zweiter Faktor. Dass also dieses physikalische Gerät dort in meinem Besitz existiert. Da gibt es auch wieder halt verschiedene Verfahren. Eingebürgert hat sich dort TOTP, was die meisten dort sicherlich von Google her kennen. Der Google Authenticator ist nichts anderes. Der kennt einfach der Google Authenticator Client und Google ein gemeinsames Secret, und basierend auf der Uhrzeit wird halt dort ein gemeinsamer sicherer Wert halt einfach berechnet. Und wenn ich diesen sicheren Wert berechnen kann, geht Google davon aus, dass ich das Shared Secret natürlich auch kenne, weil anderweitig könnte ich diesen geheimen, sich ständig verändernden Wert halt nicht berechnen. Gibt dann neben dem Google Authenticator natürlich auch noch YubiKeys, was viele kennen dürften von GitHub. Die funktionieren auf einem ähnlichen Prinzip. Da kennt der YubiKey einen Secret und generiert basierend auf diesem Secret dann auch entsprechend immer zufällige Passwörter, die man aber ableiten kann, wenn man die Zählerstände dort kennt. Eine andere Möglichkeit, wenn man jetzt sicher gehen will, dass dann wirklich kein Man in the Middle da ist, ist Client-Zertifikate. Das heißt also, dass nicht sich nur der Server ausweist, wer er ist, sondern dass ich als Benutzer im Browser auch noch ein Zertifikat installiert habe und der Browser dem Server gegenüber sagt, wer er dort ist. Und das ermöglicht dann zum Beispiel auch die aktive Erkennung von Antivirensoftware, Firewalls, Jugendschutzsoftware und anderem Snake Oil, was sich gerne mal in die Verbindung einhängt, um halt zu sicherzustellen, dass die Verbindung natürlich auch sicher ist. Die Konfiguration für Client-Zertifikate ist in vielen Clients leider sehr unübersichtlich gestaltet. Und an Client-Zertifikate auch ranzukommen, das ist nicht immer ganz einfach,
weil dann noch nicht so viel Wert meistens drauf gelegt wird von den Zertifizierungsstellen. So, zu den Beispielkonfigurationen. Die fettmarkierten Zeilen, also sprich die 5 Zeilen und hier unten die beiden Zeilen in dem eigentlichen Zone-File, sind das, was man braucht, um mit Bind seine DNS-Zone halt abzusichern. Und danach kümmert sich Bind selber drum. Das Einzige, was man einmal noch machen muss, ist für seine DNS-Zone halt einen passenden Schlüssel zu generieren. Das ist jetzt eine Konfigurationsdatei von meinem Proxy-Server? Nee, das ist von Bind. Also Bind 9, das ist ein DNS-Server. Okay. Das ist jetzt Nginx-Konfiguration. Die Folien gibt es dann auch nochmal online. Da ist es dann besser lesbar. Und da sieht man, so die Cypher-Liste ist etwas länger. Da sind unter anderem auch die Cypher für TLS 1.3 mit erwähnt, die ich jetzt hier allerdings nicht aktiv habe in der Konfiguration. Kurze Zwischenfrage. Was hältst du von BetterCrypto.org? Die haben mal so eine Liste rausgegeben haben, das ist ja zum Beispiel für Nginx, sondern auch für Apache, für IIS, diese entsprechenden Parameter rum ist. Sicher zu machen. Ja, die Konfigurationen, die rausgeben, sind relativ gut fundiert und für die meisten Anwendungsfälle auch durchaus 1:1 übernehmbar. Wenn man etwas paranoider ist, dann schaut man sich im Zweifel die Cypher auch mal selber an und reduziert die Liste dann noch etwas. So, und das sieht dann ungefähr so aus und wenn das alles grün ist, dann weiß man, okay, Konfiguration passt. Kleinzertifikate geht mit Nginx auch ganz einfach. Das ist einfach nur hier das Zertifikat markiert und gesagt, Statuscode 200 zurückgeben. Und wenn keins von den Zeilen matcht, gibt 403 aus, also verbinden. Und hier unten mit dem Block sagt man einfach nur noch, welche dort matcht. Jo, hier erstmal so ein paar Links und dann hier den entsprechenden QR-Code, wo man dann auch die Folien noch findet. Ich werde hier nachträglich auch noch mal ganz kurz ein paar Sachen aktualisieren. Gibt es weitere Fragen? Ja? Wenn ich solche TSL-A-Records habe in meiner Konfiguration, cachen die Clients das in irgendeiner Form? Das heißt, wenn ich den Record austausche, mir das Setup kaputt spiele, habe ich dann ein Problem oder kann ich diese Records auch einfach wieder entfernen? Die kann man relativ schnell entfernen. Die typischen Browser haben einen lokalen DNS-Resolver selber mit drin, der das so für 1-2 Minuten dort mit cached, um bestimmte Angriffe mit dem DNS-Poisoning zu vermeiden. Wenn die Zone nicht DNS-designiert ist, kann natürlich jeder Angreifer dort Records reinsetzen. Und da gibt es dann Angriffe, dass man erst eine IP-Adresse dem Client ausliefert und bei der nächsten DNS-Anfrage eine andere. Und um solche Angriffe zu vermeiden, cachen die Browser dort so 1-2 Minuten. Aber danach verwerfen die auch die Daten wieder. Und wenn man dann frisch drauf geht, dann ignorieren die auch die TLSA-Records, wenn sie nicht mehr da sind. Danke. Weitere Fragen? Jupp. Client-Zertifikate werden die händisch erzeugt. Sprich, ich muss also vorher genau meine Clients damit versorgen, die überhaupt auf meinen Webserver zugreifen können oder wie? Ja, die werden händisch generiert. Und da kann man in der Regel dort entweder eine eigene CA halt verwenden, die man lokal selber auch dann managt, oder man geht halt zu einer großen Zertifizierungsstelle hin, sagt, hier, ich habe in meiner Firma zum Beispiel meine 20 Mitarbeiter, ich will für jeden davon halt so ein Zertifikat haben und kann dann im Server eintragen, welches Zertifikat dort alles erlaubt sein soll. Und wenn der zu Hause ist, dann kann er nicht drauf auf den Client-Server. Wenn er zu Hause das Client-Zertifikat auch hat. Dann ja, sonst nicht. Richtig. Ben? Ja.
Kann man das auch so unterscheiden, dass nur die Admin-Schnittstelle bei einer App mit einem kleinen Zertifikat verseucht wird, sodass die sonstigen User das normal benutzen können ohne? Also kann man das sortieren? Das kann man relativ gut sortieren. Da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Apache und Nginx. Beim Apache kann ich pro virtuellem Directory dort sagen, ob ein Client-Zertifikat angefordert werden soll oder nicht. Bei Nginx muss ich das immer pro Subdomain bzw. V-Host machen. Das heißt also, wenn ich jetzt die Admin-Schnittstelle absichern will und Nginx einsetze, muss ich die Admin-Schnittstelle im Zweifel auf eine andere Subdomain legen, was aber aus Trennung von entsprechenden Zugriffsrechten sowieso eigentlich die sinnvollere Variante ist, weil dann Skriptangriffe, die auf der Webseite potenziell funktionieren, mich auf der Admin-Domain halt möglichst nicht betreffen. Aber das ist bei den meisten Apps ist es ja nicht so. Kann man dort aber dann über interne Aliase klären, dass das Admin-Verzeichnis zum Beispiel unter admin.meine Domain TLD zusätzlich verfügbar gemacht wird. Und dann sichere ich das Verzeichnis ab und tue es auf der Hauptdomain entsprechend, wenn der Pfad aufgerufen wird, ein 403 zurückliefern. Würde ja aber den Angriff noch nicht abwenden, weil wenn jemand über die Hauptdomain mit dem /Unterverzeichnis kommt, hätte er den Zugriff ohne. Deshalb sagte ich ja, bei dem Unterverzeichnis auf der Hauptdomain dann ein 403 zurückliefern, verbinden. Das war der wichtige Teilsatz, der danach noch mitkam. Der war hingeblieben. Man kann dann zum Beispiel auch sagen, alle Zertifikate, also alle Client-Zertifikate, die von diesem Issuing-CA ausgestellt wurden, sind dann berechtigt auf diesen Subdomain oder wie auch immer. Ja. Oder auch auf Zertifikatsinhalte sogar noch prüfen. Nur wenn sie bestimmtes O-Feld haben, bestimmtes OU-Feld haben. Also hier an der Stelle ist sogar wirklich auf den Fingerprint vom Zertifikat geprüft. Also das ist dann wirklich Hardcode-Zertifikat jetzt? Ja, das ist Hardcode-Zertifikat, also Zertifikats-Fingerprint. Plus ausstellende Zertifizierungsstelle. Plus Seriennummer vom Zertifikat auch noch. Also da wird es dann schon etwas schwieriger, da ein falsches Zertifikat auszustellen, was da matcht. Ja. Jetzt ist für mich interessant, so weil man jetzt noch einen AD-Server und einen LDAP-Server betreibt, ist Ihnen da spontan etwas bekannt, womit man denn noch diese Zertifikate abrufen kann anhand eines LDAP-Servers, die eingetragen sind, über jeden Zertifikat, wenn das damit abgleicht? Das dürfte bei Nginx relativ gut gehen, indem man dort über LDAP diese Map-Files einfach aufbaut, weil nichts anderes ist das hier. Und sobald man im Prinzip einen Auf-Request dort machen kann, der für das richtige Zertifikat 200 zurückgibt und für alle anderen halt 403, kann man genau diese Unterscheidung machen. Und was man im Zweifel bei LDAP machen muss, ist dann halt, man baut sich eine ganz kleine Webanwendung, die einfach nur vom Nginx aufgerufen wird zur Prüfung, ob die berechtigt ist. Und die Anwendung kriegt dann genau diesen Hash übergeben, prüft es im LDAP nach, ob der darf, und gibt den korrekten Status einfach zurück. Also das ist bei Nginx relativ flexibel. Bei Apache gibt es das Mod LDAP und dort kann man das normalerweise auch relativ gut über die Search DNs klären, wer dort berechtigt ist. Alles klar, danke. Weitere Fragen? Ja? Du hast vorhin erzählt, dass das Certificate Logging auch gestapelt werden kann. Ja. Beim OCSP ist es so, dass man das Stapling zwingend erforderlich machen kann im Zertifikat. Also das Zertifikat kann eine Eigenschaft bekommen, in dem drin steht, OCSP Stapling muss gemacht werden. Gibt es das für das Log auch? Für Certificate Transparency ist das Logging dort nicht explizit erzwingbar. Was es aber gibt, ist halt von den Browsern, wenn jetzt EV-Zertifikate ausgestellt werden, dass die Browser von sich aus sagen, ich möchte, wenn hier ein EV-Zertifikat vorbeikommt, dann möchte ich bitte auch drei verschiedene Logs sehen, die mir bestätigen, dass das Zertifikat öffentlich bekannt ist.
Aber direkt im Zertifikat selber kann man das nicht markieren. Es gibt allerdings einen Draft-Standard, wo der Webserver das mit ankündigen kann, expect CT, dass der Browser halt sich merken soll, okay, hier sollte immer entsprechend viele Certificate Transparency Nachweise, also sogenannte SCTs, halt mitgesendet werden. Dann auch mit einem Verfallsdatum wieder. Ja. Okay. Weitere. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.